Einen schönen guten Tag. Guten Tag, meine Damen und Herren. Aber jetzt bitte ich Sie, meinen heutigen Gast so herzlich wie möglich zu begrüßen, die sehr bekannte Schauspielerin und Regisseurin Katharina Thaybach. Mein Witz hat übrigens nicht funktioniert, weil ich den Namen vergessen hatte. Ich wollte einen anderen sagen, sage ich Ihnen aber später. Jetzt zu unserem Gast. Ja. Liebe Katharina, ja. Du bist 1954 in Berlin geboren worden. Jawohl. Deine Mutter Sabine Thaybach war Schauspielerin und spielte vor allem Brechstücke im Berliner Ensemble. Dein Vater Benno Besson hast du wohl als Kind nur relativ selten gesehen. Aber doch, ich habe ihn viel gesehen. Aber nicht zu Hause, ja. Sondern im Theater. Also er war ja ein toller Regisseur und ich war immer beim Proben. Das würde mich interessieren. Deine Mutter hat dich von Anfang an mit ins Theater genommen. War das für sie und für dich dann so eine Selbstverständlichkeit? Das war total. Also ich wurde ja, daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr ganz deutlich, aber ich wurde ja auch schon immer in der Garderobe gesäugt. Ja. Und also hatte ich da eigentlich immer ein relativ intimes Verhältnis zu den Garderoben. Also das... Kann man sagen, dass das du ging da, gut, ja. Dass du dadurch auch den kanntest? Sofas, wo ich gelegen habe, hatte ich dann immer dieses Windelgefühl, dieses Wohlige. Das verstehe ich alles, aber kann man sagen, tatsächlich? Dass ja, dass das Theater für dich deshalb so gelegen? Eine Selbstverständlichkeit. Wo hast du gelegen? Auf einer harten Kommode, das merkt man auch heute. Sag mal, nein, im Ernst, war das Theater als Umfeld für dich so selbstverständlich, dass du dann auch gar keine Hemmung hattest? Mit 4 Jahren hast du schon eine Kinderrolle im Theater gespielt. Nee, das stimmt gar nicht. Doch. Doch. Nee, im Theater habe ich später, da war ich schon in der Schule. Da aber im Film hast du mitgespielt, ja, ne? Ja, ich habe mit 3,5 meine erste Fernsehrolle gemacht. Was hast du denn da gespielt? Ich weiß es nicht, da musste ich einfach mal nur auf dem Boden sitzen und irgendwelche Dominosteine zusammenschieben. Das hieß Gelegenheit macht Diebe, das weiß ich noch. Das war in Johannisthal, damals wurde da noch Fernsehen gemacht. Und es war noch so mit Live-Schaltung. Das war toll, ganz spannend und aufregend. Und war... War aber keine bedeutende Charakterrolle. Und wusste deine Mutter sehr schnell... Dass du da eine Begabung hast, dass das deine Welt ist, sodass sie dann auch gar nichts dagegen hattest? Nee, meine Mutter hat das nicht, ich habe das nicht als Berufswunsch. Ich fand das, ich habe immer gern gespielt, aber ich fand, das war nicht mein Berufswunsch. Das war überhaupt nicht mein Berufswunsch. Aber du hast ja wirklich früh gespielt, jetzt muss ich aber ganz kurz darauf eingehen, weil das ja auch wichtig ist für dein Leben. Du musstest natürlich auch Schicksalsschläge verkraften, erst der Tod deiner Schwester, mit 12 der Tod deiner Mutter. Und stimmt es, dass du psychisch dadurch so einen Knacks bekommen hast? Ich bin seitdem nicht mehr gewachsen, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ja, ja, aber dann es heißt stimmt. Es ja, die Blechtrommel stimmt. Ja, das stimmt. Ich bin nicht einen Zentimeter mehr gewachsen, seit ich 12 bin. Trotz mehrerer Anstrengungen meinerseits, ja. Wo ich mich sehr nach Übungen erkundigt habe, gymnastischer Natur. Dann habe ich schon bei Ärzten gefragt, ob es Streckbänke gäbe und alles sowas. Es hat nichts genutzt. Dann habe ich gehört, bis 25 hat man noch die Chance zu wachsen, aber auch da ist nichts passiert. Und jetzt schrumpf ich. Naja, ich messe du auch? Morgens nach dem Aufstehen 1,64,5 Zentimeter. Aber der halbe ist abends weg. Man schrumpft schon am Tag. Warum bist du auf das Angebot deines Vaters, Benno Besson, und seiner damaligen Partnerin Ursula Karus halt nicht eingegangen, bei ihnen zu leben, sondern bist zu Pflegeeltern gegangen? Oh Gott, was du alles wissen willst. Weiß ich gar nicht. Doch, ich weiß es natürlich. Nein, die Frau meines Vaters, also Ursula Karus, die war damals schwanger und da war dann mein Bruder Pierre da drin. Und da ich ja mit meinem Vater nie gelebt habe, dachte ich mir auf immer, nee, dann benutzen die mich nur als Babysitter und ich will da nicht hin. Außerdem wollte ich zu meiner Oma nach West-Berlin und das ging aber nicht, also ich wurde nicht rübergelassen.
Und dann warst du ja bei Pflegeeltern. Hier um die Ecke, Reinhardtstraße. Wie war das Verhältnis? Was willst du alles wissen von mir? Ja, will dir gleich sagen, die warum. Die armen Menschen. Nein, das war alles okay. Aber es war halt... Du hast sie gesiezt bis zum Schluss. Ja, mein Gott, ich habe Respekt gehabt. Naja, aber Pflegeeltern sieht man doch nicht in Deutschland. In Frankreich vielleicht, aber nicht in Deutschland. Ja, du siehst mal, was für eine noble Ader ich habe. Und haben die dir nicht das Du richtig angeboten? Doch, das haben sie mir mehrmals angeboten, aber es kam irgendwie nicht über die Lippen. Welche Rolle spielte damals und heute für dich eigentlich Gott und die evangelische Kirche? Ich finde das ja alles, also wenn ich das gewusst hätte, Gregor. Ja. Also wirklich. Ich muss jetzt eine Geschichte erzählen. Nein, ich muss jetzt eine Geschichte erzählen. Ich frage nichts Intimes. Ich kenne Intimes. Gregor auch schon sehr lange, meine Damen und Herren. Und ich habe dir schon mal erzählt, in deiner Gegenwart, da war er noch Anwalt, da kannte ich ihn schon. Und ich wohnte damals mit meinem damaligen Mann Thomas Brasch in der damaligen Wilhelm-Pieck-Straße, heute Torstraße. Und Gregor kam immer ab und zu aus seiner Anwaltskanzlei vorbei und dann haben wir Kaffee getrunken und dann hat er geplaudert so aus der Anwaltskanzlei. Und dann hat er meine absolute Lieblingsgeschichte, ich muss sie erzählen. Er hatte uns dann ganz verzweifelt erzählt von einer alten Dame, die offensichtlich ihr Testament machen wollte, die wohl schon sehr alt war. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann müssen Sie ein Formular schön ausfüllen. Und dann kam sie wohl nach einer Woche wieder mit dem Formular. Und dann stand Name, geboren und so. Und dann stand Geschlecht. Und die Dame hat wohl sehr nachgedacht. Es stand dann da drin, oval. War nicht falsch. Ne? Ich hab mir nur große Gedanken gemacht, wie die alte Dame gelitten hat, das festzustellen. Aber ich muss dir noch was erzählen. Ich hatte einen Bekannten, der immer den berühmten Personalbogen in der DDR ausfüllte und da war immer die Frage soziale Herkunft. Und da solltest du schreiben Arbeiter oder Bauer oder Intelligenz. Und der schrieb immer ja. Das hat nie einer gemerkt. Das hat nie einer gemerkt. Das hat mir auch gefallen. Jetzt nochmal dein Verhältnis. Wie war und wie ist dein Verhältnis zu Gott? Und zu jetzt wollte ich das mit oval so schön umschreiben. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Ich finde irgendwie ein Leben ohne Religion so fantasielos. Es macht mir Spaß. Also ich meine, mir ist es wurscht. Das können von mir aus auch die griechischen Götter sein. Ich finde da also den Islam und das Christentum manchmal so, weil das ist so, die scheinen so streng zu sein, die Herren da oben. Mhm. Deswegen finde ich sie nicht so ganz so amüsant. Aber ich finde es, mir tut es gut, das Gefühl zu haben, dass Dinge größer sind, als ich mir das vorstellen kann. Das finde ich sehr angenehm. Gehst du gelegentlich in die Kirche? Ich gehe gerne in Kirchen. Ich gehe sowieso schon gerne in Kirchen, weil ich sie schön finde. Nicht immer. Na gut, das mache ich auch. Und ich finde es natürlich auch immer Orte, die ich... ich war letztes Jahr lange in Paris, weil ich da inszeniert habe. Und da bin ich jeden Sonntag immer in die Sacré-Cœur. Ich bin ja keine Katholikin, aber da bin ich immer in die 8-Uhr-Messe gegangen, weil ich das einfach richtig schön fand. Da waren noch keine Touristen, da waren wunderbare Sänger und das war, die Prozedur ist sehr theatralisch. Das liebe ich natürlich auch, dieses große Theater. Was ich dann immer so schrecklich finde, ist, dass die Pastoren, wie ich das auch manchmal bei Lehrern sehr vermisse, ihre Berufe nicht mehr so richtig können. Die müssen immer alle Mikrofone haben. Also jetzt, ja, wir ja auch. Auch schändlich. Also eigentlich muss man dort bei den Berufen oder Anwälte, da muss man auch Sprecherziehung nehmen. Das muss doch donnern, das muss doch knallen. Und die schöne Kanzel, die man da hat, das finde ich alles sehr große theatralische Vorgänge. Die finde ich schon schön. Ich wollte dir nur erzählen, dass ich jetzt immer häufiger in evangelische und auch in katholische Kirchen eingeladen werde. Ja. Selbst ein deutsches katholisches Kloster in Jerusalem hat mich eingeladen. Und das ist ganz witzig, ich habe über die Gründe nachgedacht. Dann dachte ich erst Personalmangel. Aber
dann habe ich an mir einen Triller festgestellt, wenn ich diese Wendeltreppe hochgehe und oben auf der Kanzel stehe, kriege ich eine pastorale Stimme. Ja. Nach 5 Minuten sage ich, Gysi, quatsch mal wieder normal. Also es ist, ich kann dir das gar nicht erklären. Aber wie ging dir das im Bundestag? Naja, da ist keine Kanzel. Da konnte ich sogar Berlinern. Aber weißt du, was auch trotzdem interessant ist, warum laden die mich ein? Natürlich, ich habe den Satz gesagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft, was ähnliche Zusammenhänge hat. Und das ist der eine Grund, aber der zweite, sie wissen auch nicht mehr, wohin die Welt läuft. Sie sind durcheinander. Und sagen sie, jetzt ist es noch wurscht, dann laden wir selbst so einen wie den Gysi ein, vielleicht hat er ja doch irgendeine Idee, die den wir auch nehmen. Ich finde das ganz okay, aber jetzt muss ich zu dir zurückkommen. Du warst nicht Mitglied der FDJ, du hattest keine Jugendweihe, du wurdest konfirmiert. Du warst die Einzige in deiner Klasse, die nicht organisiert war, nicht bei der Jugendweihe war. Da war noch Edith Nautsch, das war die Tochter vom ungarischen Botschafter. Na gut, die war eine Ausnahme. Wir beide waren da immer. Aber was mich interessiert ist, war das für dich nur schwer oder hast du es auch ein bisschen genossen, Außenseiterin zu sein? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Das ist, das war... Mein Gott, ich glaube, ich war sowieso da so ein bisschen draußen, weil ich ja auch schon sehr früh damals mit 13 eben schon einen Ausbildungsvertrag, also einen Meisterschulvertrag von der Helene Weigel am Berliner Ensemble bekommen habe. Also nebenbei, neben der Schule, mehr schon Schauspielunterricht und hatte und Theater gespielt habe. Dadurch war ich natürlich eh so ein bisschen draußen. Und also bevor ich überhaupt wusste, was so die Dinge, wie die dann wirklich so zusammenhängen, musste ich einen Antrag in der Schule abgeben, dass ich eine Hure spielen darf und beim Jugendamt. Also das waren alles schon, ich war dadurch sowieso so ein bisschen draußen, da hat mir das dann, ich habe das dann nicht so empfunden. Und du bist ja dann doch zur erweiterten Oberschule zugelassen worden, was eigentlich ein Wunder ist, wenn man nicht... Ja, aber das wirklich nach heftigen Interventionen wirklich bei der Partei, also das war... Das und hat der Benno geholfen? Ja. Ja. Und dann noch was zu den Verwandten. Also du hattest eine Mutter, die ja nicht nur Mutter, sondern eben auch Schauspielerin war und geschätzt war. Benno Besson war Regisseur, auch sehr geschätzt. Und später hast du auch mit ihm zusammengearbeitet. Aber du hattest auch einen Urgroßvater, der war Hofopernsänger in München, Alois Joachim, der von Ludwig II. Einen Titel verliehen bekam, sodass der Name Joachim genannt Thalbach entstand. Ja, das warst du auf den stolz? Auf den Urgroßvater? Ja. Alois, der muss sehr fesch gewesen sein. Der ist ja uralt geworden. Der ist fast 100 geworden, was mich sehr freut. Er war Bass. Und ich kenne ihn natürlich nur aus Erzählungen meiner Mutter, die ihn sehr geliebt hat. Und der war auch verheiratet mit einer Tänzerin. Und die sind beide noch so richtig klassisch getingelt und hatten so eine große Truhe, wie mir meine Mutter immer erzählt hat, wo sie die ganzen Kostüme drin hatten, die man damals noch mitbringen musste. Und das war natürlich, fand ich faszinierend. Also. Da trugen zwei Leute so eine Truhe, ne? Bestimmt, ja. Bestimmt. Aber was mich auch noch interessiert ist, warum leugnete eigentlich dein Großvater die Verwandtschaft zum Urgroßvater? Naja, nee, der hat nicht die... Das Problem war ein wenig, dass der sogenannte Joachim-Zweig eine jüdische Linie hatte. Ja. Und das war, dann ging es natürlich um den Arier-Nachweis, was ja nun alles nicht so lustig war, wenn man den nicht erbringen konnte. Und dann haben sie eigentlich diese ganze Joachim-Linie sehr weggelegt und sich dann auf die Thalbach-Linie versteift. Nachdem du eben bei deinen Pflegeeltern lebtest, spielte Helene Weigel eine zunehmende Rolle für dich. Kann man sagen, dass sie dich wirklich aufrichtig geliebt hat und deshalb auch so streng zu dir war? Oh Gott, ja, mit der Liebe ist das so eine Sache. Also das würde ich jetzt so... Aber zumindest sich zuständig für dich fühlte? Ja, und ich meine, ich glaube, ich würde jetzt nicht hier neben dir sitzen, wenn sie nicht so ein Vertrauen in mich gesetzt hätte.
Also ich meine, ich war ja immerhin blutjung. Und ich habe ihr damit mit 13 Jahren, habe ich ihr dann Gretchen, ich weiß nicht wie, vorgesprochen, die Kerker-Szene und mich da ins Zeug geschmissen. Und sie hat mir diesen Meisterschülervertrag gegeben. Und sie hat sich dann auch getraut, als damals Angelika Waller, werden sicher viele von Ihnen kennen, die Polly spielte in der Dreigroschenoper, die wurde krank und sie hat das Vertrauen gehabt, mich, damals war ich 15, da wirklich auf die Bühne zu lassen. Dazu. Also ich würde es mal weniger mit Liebe beschreiben, als ich glaube, sie hat irgendwie Vertrauen zu mir gehabt. Also sie hat irgendwas in mir gesehen, was ich selber vielleicht gar nicht gesehen habe. Und dann hattest du doch einen Elevenvertrag am BE. Ja, ja, diesen Meisterschulvertrag. Und dadurch hattest du doch auch Geld für Schauspielunterricht. Nein, ich hatte Schauspielunterricht direkt am Theater. Aha. Ich hatte bei Doris Thalmer und bei der Weigel, die haben mit mir Szenenstudium gemacht. Ich musste kleine Rollen spielen, also ich war natürlich glücklich. Ich habe alles dadurch natürlich gerne gespielt und also gerade mit kleinen Sachen kann man ja dann auch viel mehr beobachten. Die Doris Thalmer, wie war die als Lehrerin? Doris war so eine Süße, die war immer so schnell zu begeistern. Das war die Weigel nicht. Die hat mich immer nur, zur Sau gemacht, könnte man sagen. Also da bin ich dann immer, also dadurch hatte ich immer so die Doris Thalmer, die mich wirklich immer sehr, sehr gehoben hat und Helly, die doch immer gesagt hat, also Puppert jetzt nix hier, ne? Also das, immer Himmel und Hölle war das immer. Aber es war, glaube ich, eine ganz gute Schule, weil ich kam gar nicht dazu. Irgendwie. Warst du auch mal an der Schauspielschule? Nee, nie. Nee. Und das heißt, du kanntest die auch von Penka gar nicht? Nö. Die Busschule? Naja, ich kannte natürlich, das war ja nun mal die große Schule und alle jungen Schauspieler, die frisch engagiert waren am Deutschen Theater oder am Berliner Ensemble, die kannte ich dann natürlich durch meine Mutter. Und alle sagten, die große Ernst-Busch-Schule. Und später war ja auch mein Bruder da, der bewusste, da im Bauch seiende Pierre, der ging dann später auch auf die Ernst-Busch-Schule. Also ich hatte immer so Berührung, aber ich selber war da nie. Sag mal, als 15-Jähriger sagtest du schon, hast du ja die Hure Betty gespielt. Woher wusstest du überhaupt, wie eine Hure spricht, wie die sich bewegt, wie die sich verhält? Mit 15 weiß man doch sowas noch nicht, oder? Ich habe gewohnt in der Friedrichstraße. Ja. Mit meiner Mutter. Am Oranienburger Tor. Da gab es den Esterhazy-Keller. Und da war sowieso immer sehr viel los. Ich habe es geliebt, da aus dem Küchenfenster einfach so zu lehnen. Aber ich habe auf meinem Schulweg, das kann mich noch erinnern, erste, zweite Klasse, da war immer so eine einbeinige Frau, die immer ihr eines Bein so, also hier war die Krücke, und dann hatte sie aber immer einen Rock an, der so einen Schlitz hatte, wo sie das eine Bein immer noch raus und hatte so ein ganz kleines Fellcape an. Und ich bin immer zur Schule gegangen, dann Hannoversche Straße, am Leichenschauhaus vorbei. Und die Hure da am Oranienburger Tor, die sagte dann aber wirklich jedem Kerl, der vorbeikam, einmal lecken für einen Zehner. Und das fand ich hochinteressant. Und das, da habe ich dann doch mein Wissen etwas vertiefen können durch Erkundigungsgänge. Dann habe ich auch Balzac gelesen. Doch, da konnte man schon so, man hatte seine Wege. Lothar de Maizière hat mir erzählt, das erste Mal in seinem Leben ist er weggerannt, als eine Hure ihm nachrief, na, Kleiner, hast du mal gemerkt oder ist dir keiner gewachsen? Und da ergriff er die Flucht, was ich mir gut vorstellen kann, vor allen Dingen bei ihm. Also, du wurdest aber dann zu einer großen Entdeckung. Wahrscheinlich waren die Kritiker irrsinnig erstaunt, dass eine 15-Jährige das spielen kann und wie du das gespielt hast. Kann man sagen, war das so eine Art Durchbruch? Ja, klar, natürlich. Also ich habe es ja auch innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit
übernommen, die Polly, und das ist ja eine Riesenrolle und ist ja auch mit sehr viel Gesang verbunden. Das wollte ich dich das damals fragen. Damals habe ich das wirklich geschafft, im Original zu singen, was sehr, sehr hoch ist. Also das war, wobei mir meine Stimmenbildnerin damals schon gesagt hat, du kriegst mal eine richtig tiefe Stimme irgendwann. Hast du denn auch Gesangsunterricht? Ja. Ja, und ich hatte Bewegungsunterricht, also Bewegungstraining, was aus Ballett bestand, was Akrobatik, Sprünge, das habe ich gehasst. Und ich hatte Szenenstudium eben bei der Thalma und bei der Weigel und hatte natürlich Sprech- und Gesangserziehung und die ganze Theorie, ich musste ja dann mit 18 eine Prüfung machen, die ganze Theorie, wozu eben Marxismus-Leninismus gehörte und Theaterwissenschaft, das musste ich alleine machen. Dafür bin ich dann, da habe ich halt wahnsinnig viel gelesen und das war auch nicht schlecht. Wie hast du denn alleine Marxismus-Leninismus gemacht? Ohne meine Hilfe. Du wirst lachen, das hat mir Spaß gemacht. Ja, das war? Ja. Ja. Ich glaube, ich habe überhaupt nichts verstanden, aber ich fand es so beeindruckend, weil ich habe vorher mal die Biografien von den beiden gelesen und dann habe ich mir das immer so vorgestellt, wie sie wann, wo, was entwickelt haben. Und dann habe ich mir so Kernsätze rausgesucht. Ich fand die so, die haben mal was gehabt. Mit deiner Tochter und dem Rowohlt habe ich ja die Briefe von Marx und Engels gelesen. Das war insofern peinlich, weil die mir den Vertrag schickten. Ich habe den natürlich blind unterschrieben. Die haben mich gefragt, wen ich lesen will. Da habe ich gesagt, Engels. Der ist mir immer eine Idee menschlich näher gewesen. Er schreibt auch einfacher, also eher für mich. Und einen Abend vorher lese ich die Briefe, die ich vorlesen soll. Damals war ich noch verheiratet, dann sage ich zu meiner Frau, ich lese doch diesen Schweinkram nicht vor. Ich wusste ja gar nicht, was sie sich da privat für Briefe geschrieben haben. Und dann sagt sie, ja, willst du den Leuten erzählen, hast den Vertrag unterschrieben, hast vorher die Briefe nicht gelesen? Dann ist auch wieder wahr. Und dann wurde ich vom Stern gefragt, warum ich solche Briefe vorlese. Nun brauchte ich eine Ausrede. Und da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, es ist ganz einfach, Engels und Marx gehören nun mal uns, da muss ich durch. Bevor das ein Rechter liest, muss ich das eben machen. Ich war, so hatte ich meine Entschuldigung gefunden. Aber die sind nicht schlecht, die Briefe, ne? Du, ich habe mich sehr amüsiert, ich habe das ja gehört. Ich fand es sehr schön. 1972 hast du gewechselt zur Volksbühne und 3 Jahre besonders bei Cargo und Langkopf gespielt. War das für dich eine wichtige Zeit? Kann man sagen, das war, wie es so schön heißt, das Freispiel? Oder kann man sagen, das ist bei dir Quatsch, weil das von Anfang an gegeben war? Oh Gott, ich habe mich bis heute nicht frei gespielt. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Ich auch nicht. Es klingt so irgendwie, als ob man vorher in Gefangenschaft gespielt hätte. Ja. Das war eine tolle Zeit, weil das auch eine tolle Zeit an der Volksbühne war. Weil da wirklich überall Theater gemacht wurde. Es wurde viel Gegenwartsliteratur gemacht. Man hat nach Stücken geforscht, man hat sich auseinandergesetzt, diskutiert. Das war einfach eine sehr, sehr lebendige Zeit, die ich sehr, sehr genossen habe. Ja. Und du wurdest ja dann auch für den Film entdeckt und spieltest in Schlaraffenland, in Lotte in Weimar, in Die Leiden des jungen Werther. Was ist am Film leichter und was ist schwerer am Theater? Und kann man sagen, das eine macht dir mehr Spaß als das andere oder ist das Quatsch? Ist das eigentlich bloß der gleiche Beruf anders ausgeübt? Nee, Film ist schon was ganz anderes. Also der simpelste Unterschied ist, dass man die Reaktion ja immer direkt hat. Klar. Das ist natürlich etwas, was, wenn ich wirklich wählen müsste, wozu mich Gott sei Dank niemand zwingt, würde ich immer Theater wählen. Weil das ist das Lebendigste. Das ist natürlich am schnellsten vergessen, weil das kann man ja nicht festhalten. Und das kann auch keine Fernsehaufzeichnung festhalten. Das ist einfach mit dem Abend oder mit der Matinee ist es vorbei. Und dann bleibt es nur in den Köpfen von denen, die da waren und in der Erinnerung von einem selber. Das ist beim Film, ist es natürlich in der Dose. Aber auch die Dose ist vergänglich. Also auch da ändern sich ja dann die Zeiten. Und das ist, ich meine, wenn man heute junge Leute fragt, wer ist Clark Gable, dann wissen die das auch nicht mehr. Also auch das ist ja es ist alles vergänglich. Ist ja auch gut so. Dann ist natürlich der andere große Unterschied, es sind schon Mittel,
die auch unterschiedlich sind. Die, wo ich mich auch mal wieder sehr anstrengen muss, es ist im Film, wenn du eine Großaufnahme hast, kannst du natürlich nicht so groß spielen. Du musst dich mehr reduzieren, es muss mehr der innere Vorgang sein oder wo man es in den Augen lesen kann oder pipapo. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann oder sollte. Ich mache auch sehr, sehr gerne Film. Das Schreckliche beim Film ist, dass man immer so viel rumsitzt und so viel warten muss. Ja. Das, und sich dann wirklich für, manchmal kommt es drauf an, für 10 Minuten am Tag. Und die muss man dann wirklich da sein und da muss man dann auch wirklich liefern können. Das ist natürlich im Theater, wo das wächst und man es dann auch in der Kontinuität eine Figur und eine Geschichte erzählen kann. Das ist dann natürlich auch wieder ein anderer Vorgang. Oder wenn man Fehler macht, man kann es dann am nächsten Abend wieder gut machen. Ja, sowas alles. Es sind Unterschiede. Das Warten ist das Anstrengendste beim Film. Das weiß ich jetzt nicht. Wenn ich es dann mache, ist es auch schön. Beim Film kriegt man ja auch immer sehr viel zu essen umsonst. Und dann gibt es immer so Stühle, die einem hinterhergetragen werden. Und man wird abgeholt von zu Hause und wieder zurückgebracht. Muss man beim Theater alles selber machen, alles selber. Und man verdient weniger. Beim Film? Nein, beim Theater natürlich. Ja, wollte ich gerade sagen. Hätte mich auch sehr gewundert. Übrigens, so eine Atmosphäre wie in der Volksbühne da unten in der Kneipe, wie ich immer gesagt habe, sowas gibt es immer weniger, nicht? Weil es immer Fremdcatering gibt und so. Damals die Bockwurst und die Wiener und das Bier, das gehörte irgendwie dazu. Tja, naja, es gibt schon noch gute, ja, funktionierende Kantinen. Ich glaube, im deutschen Theater, das funktioniert. Wenn sie die Theater nicht dicht machen, so wie sie es ja jetzt in der Volksbühne geschafft haben, natürlich, dann verschwinden auch die Kantinen. Im Schiller-Theater, wo ich jetzt wieder spielen werde, weil sie ja die Kudammbühnen wieder abgerissen haben. Also, die Theater werden ja auch zerstört. So ist es ja nicht. Da werden natürlich auch die Kantinen dann zerstört, ist ja klar. Da muss man die Stulle halt mitbringen. Ich glaube, deine erste große Liebe war Wladimir Weigel. Und so entstand ja auch deine Tochter Anna. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Nee, ich will ja nicht über die Liebe sprechen. Das meine ich nicht. Sag mal, ich werde doch nie... Nicht über die Liebe sprechen. Ich werde doch nicht privat, ich werde doch nur persönlich. Und die Beziehung hielt ja auch nicht ewig. Und bei deiner Geburt deiner Tochter warst du 19 Jahre jung. Und was mich interessiert ist... Du hast zwar selbst nicht andere Erfahrungen gemacht, aber du kennst ja viele Leute. Was ist eigentlich günstiger, wenn man jung eine Tochter oder einen Sohn bekommt oder wenn man, wie das heute üblich ist, älter ist? In der DDR war ja jung üblich, heute ist älter üblich. Ich kann mich da mal nicht richtig entscheiden. Also deswegen denke ich, dass es, mein Gott, es ist, wie es ist. Ich finde es natürlich, also für mich war es natürlich toll, weil ich dadurch das große Glück hatte, schon mit 42 Großmutter werden zu können. Das fand ich natürlich toll. Aber meine Enkeltochter ist jetzt 23. Ich würde, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, schrecklich gern einen Urenkel im Arm haben und würde mich da auch sehr verantwortlich fühlen, würde mich wahrscheinlich entsetzlich mit meiner Tochter zoffen, wer denn das Kind haben darf. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, wenn... Ich bin schon froh, dass sie das verschiebt. Das also finde ich schon, weil es ist ja auch schwierig. Mein Gott, die Verhältnisse sind schwierig. Und man muss ein Kind ernähren können, man muss ein Kind großziehen können, anständig. Das ist alles nicht so einfach. Weißt du, ich war Jungvater. Da hatten wir es ja wirklich sehr gut. Und ich war Altvater oder älter. Und da habe ich folgenden Unterschied festgestellt: Wenn man jung ist, erzieht man so Kinder nebenbei, man nimmt sie so mit ins Leben, das hat auch Vorzüge für die Kinder, aber man ist nicht ganz so aufmerksam. Wenn man alt ist, ist man aufmerksam, leider zu aufmerksam. Das ist dann für die Kinder auch wieder störend. Also ich wollte nur sagen, beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Ist doch egal. Ja, eben, ja. Lass sie doch, Eltern werden alle. Ja. 1976 80. Wechselst Sind du nicht schon mit deiner großen... Noch nicht in den 80ern? Nein. Mit deiner großen Liebe, ohne wieder, dass wir persönlich wären, nee, also persönlich schon, aber nicht privat, Thomas Brasch, dem Schriftsteller und Dramatiker und Filmemacher, da es bei seiner Familie und mit seiner politischen Haltung in der DDR wirklich nicht leicht hatte, von Ost nach West. Es spielte auch eine Rolle, deine Solidarität mit Wolf Biermann,
Was war letztlich für dich das entscheidende Motiv zu sagen, ich gehe jetzt in den Westen, zumal ja deine Karriere in der DDR nicht schlecht lief? Naja gut, also ich meine, es wurde mir eindeutig gesagt, dass wenn ich mich von Brasch, also von Thomas Brasch nicht trennen würde, dann wäre es vorbei mit meiner Karriere. Hm. Das ließ mir Herr Kaul, hat mir das ausgerichtet. Der Rechtsanwalt? Ja, kannst dich noch erinnern, ein Kollege von dir. Ja, klar, Kaul. Ja. Also das fand ich schon ziemlich merkwürdig, so eine Ansage. Und dann, war da klar, dass ich da eine Solidarität zu Thomas habe. Und bei Thomas entschied es sich ja damals auch sehr, sehr durch das Buch, was er veröffentlichen wollte, Vor den Vätern sterben die Söhne, hieß der Erzählband. Und dafür, das hat er eine eindeutige Ablehnung bekommen von den Verlagen hier in Ostberlin. Und er hat ein Angebot eben vom Autorenverlag im Westen. Und dann brauchte man immer so einen sogenannten Urheberrechtsstempel vom Urheberrechtsbüro der DDR, dass das erlaubt ist. Das hat sogar Kunze bekommen, diesen Stempel. Thomas hat den nicht bekommen. Damit war klar, er kann auch nicht im Westen veröffentlichen. Und dann hat er sich ja direkt über seinen Vater dann an Honecker gewandt und hat einfach gesagt, wenn er überhaupt keine Zukunft hat, dann muss er ja das Land verlassen. Und dann hat Honecker wohl gesagt, ja, das musst du wohl. Also, und hat er gesagt, er würde gerne die Frau mitnehmen, mit der er lebt. Und da hat er gesagt, eine Frau, was macht die? Ja, die ist Schauspielerin. Das war offensichtlich nicht so wichtig fürs Land. Und die hat ein Kind. Ah, Junge oder Mädchen? Mädchen, ah, das ist auch okay, muss nicht zur Armee. Dadurch waren wir dann innerhalb von einer Woche draußen. Das war gar nicht so, ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Zeit hatte. Das so. Eigentlich war es ja eher eine Zeit, wo man darüber nachgedacht hat, wie man den Staat besser machen kann. Und das war, wir waren ja jung. Wir waren ja jung und wir haben ja auch an was geglaubt. Und wir haben ja eigentlich auch an die sozialistische Idee geglaubt. Und wir fanden nur, das wurde scheiße gemacht. Und ich bin nicht gern gegangen. Nein. Nein, also und ich musste mich auch sehr an den Westen gewöhnen. Was war denn für dich der Hauptunterschied als Schauspielerin in der DDR oder dann im Westen zu arbeiten? Also beim Film war es eindeutig so, dass ich gemerkt habe, es geht wirklich um, also man muss viel mehr rechnen. Also das war, bei der DEFA war ja ein enormer Luxus da. Mhm. Es war vollkommen egal, wie viele Drehtage ein Film dauerte. Und es war ja eh so schön, man bekam ja immer nach jedem Drehtag seine Lohntüte, schon Steuern abgezogen und man war da eher scharf darauf, dass man das Pensum nicht schaffte, damit man noch eine Tüte mehr kriegt. Und das war aber auch nicht das, da kam kein Produzent an und guckte böse und hat gesagt, jetzt müssen wir aber hier mal hermachen, hinne. Das war alles nicht das Thema. Und es war ein Riesenapparat, es gab, ich weiß nicht, man sah ja gar nicht durch, wie viel Beleuchter, wie viel Techniker da rumliefen. Das war natürlich, das lernte ich dann im Westen, dass das dann schon viel kleiner war und dass man durchaus, dass das auch ein Geschäft war. Und dass es dann auch was damit zu tun hatte, das heute immer so beliebte Wort Zielpublikum, also wo holt man sich die Knete wieder zurück? Mhm. Das war ja nicht so sehr das Thema. Ich meine, sonst hätten auch nicht so viele Filme einfach mal im Safe verschwinden können, wenn sie politisch nicht genehm war. Das war ja ein Riesenunterschied. Das ist mir schon sehr aufgefallen. Und beim Theater waren die Probezeiten viel kürzer? Oder noch nicht die so? Die waren auch wesentlich kürzer. Also das war auch ein Unterschied. Aber das Theater war noch, also da fühlte ich mich doch noch mehr zu Hause, außer dass natürlich da dann ein ganz anderer
Geist auf einmal so einbrach, so dieser Nach-68er Geist, wo sich auf einmal alle duzten, das war mir sehr fremd. Also das war ja dann doch etwas konservativer auch bei uns. Und da fühlte ich mich dann doch mit den Alten, so damals Hans Lietzau, ein wunderbarer Regisseur und Theaterleiter, fast wohler, weil das da, das hatte dann noch mehr so diese alten Traditionen und das andere dieses so, ey du, und jetzt machen wir mal und dann so komische Sachen, wie komme ich darin vor, also als politische Person, sage ich, naja, wir kommen im Programmheft vor, ansonsten ist es doch eine Figur. Also es waren so Sachen, an die ich mich sehr, sehr im Theater gewöhnen musste. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Der Dieter Mann und der Mario Adolf, die haben mir jeweils eine schöne Geschichte erzählt, die dazu passt. Der Dieter Mann hatte seine erste Premiere am Deutschen Theater, wurde natürlich gefeiert. Seine Garderobe war voll mit Blumen und Wein und Konfekt. Und dann spielte er 4 Tage später das Stück nochmal. Wieder toller Beifall, kam er in die Garderobe, da war nichts. Und dann kam ein alter Schauspieler zu ihm und sagte, das ist übrigens der Alltag. Das fand ich schön. Und das zweite war Mario Adolf, der sagt, er hat in den USA gedreht und in der Sowjetunion. Und in den USA war das sehr streng. Er hat mit dem Regisseur einen Tag vorher noch gesoffen. Am nächsten Tag sagte der irgendwann, so, jetzt Aufnahme. Und dann wurde die Szene aufgenommen. Und dann waren sie fertig und dann sagte er, genommen. Und da sagte Mario, oder hör mal zu, das war die erste Aufnahme, das kann ich besser. Wir können noch 2, 3, 4 Aufnahmen machen. Sagte er, wenn du es besser kannst, mach es das nächste Mal gleich besser. Punkt, war es erledigt. Und dann sagte er, der Unterschied war ganz einfach. In den USA war er 9 Stunden am Drehort, davon wurden 8 Stunden gedreht und 1 Stunde geredet. In der Sowjetunion war er auch 9 Stunden am Drehort, aber davon wurden 8 Stunden geredet und 1 Stunde gedreht. Ja. Das war der Unterschied. Das Geld spielte so scheinbar keine Rolle. Ne? Ja, scheinbar nicht. Später haben wir natürlich gemerkt, dass es eine große Rolle spielt. Klar, aber zunächst nicht. Wir waren gerade bei dem Wechsel in den Westen. Ging das schnell? Nee, wir waren in der Pause, waren wir jetzt beim Älterwerden. Ja. Das war doch in der Pause, das war doch privat. Hier werden wir doch nur persönlich. Ach so. Und nicht älter. Das fand ich so spannend. Nein, ich habe ja bloß erklärt, dass die meisten Leute falsch alt werden. Die werden einfach so alt, dann tut ihnen Fuß weh, dann hören sie nicht mehr richtig. Und das geht so nicht. Ich habe gesagt, man muss beschließen, das Alter zu genießen. Und dazu gehören 3 Sachen. Als ich 60 wurde, erlebte ich wirklich das erste Mal, dass ein junger Mann auf mich zukam und sagte, darf ich Ihnen die Tasche tragen? Da habe ich gesagt, nun wären Sie mal nicht komisch. Ja, kann ich schon noch alleine. Großer Fehler, habe ich ihr gesagt. Ich hätte sagen müssen, selbstverständlich, und da steht noch ein Koffer. Das heißt, man muss die Privilegien des Alters annehmen. Der zweite Irrtum bei den Alten besteht daran, dass sie immer denken, sie müssen alles vererben. Nein, 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 nein. Wenn man einen Herzenswunsch hatte und man kann sich die Erfüllung leisten, dann soll man sich die Erfüllung auch leisten. Selbst wenn die Tochter und der Sohn einen Moment schief guckt. Und das Dritte, das Wichtigste, man darf im Alter nicht den ganzen Tag über Krankheiten quatschen, davon wird man nicht gesund, glauben Sie mir das. So. Aber sie redet gerne über Krankheiten. Da waren wir nicht einer Meinung. Da waren wir, ich rede gerne über Krankheiten. Ich finde das sehr unterhaltsam. Aber was mich interessierte, bei dir ging das ja schnell, im Unterschied zu anderen. Du hast schnell Fuß gefasst im Theater und auch im Film. Lag das daran, dass du die Leute schon kanntest oder dass du schon so bekannt warst? Naja, nee, das hatte wirklich 2 Gründe, weil als Thomas und ich, als wir dann nach dem Westen kamen, am 12.12.1976, Thomas wurde natürlich sehnlichst erwartet von seinem Verlag, und die hatten natürlich auch Interesse, das Buch zu verkaufen, und haben da relativ früh die Trommel gerührt und mit Zeitungen. Thomas war auch sehr talentiert, das also in der Öffentlichkeit, wie sagt man so schön, sich zu verkaufen. Und die stürzten sich natürlich auf Thomas, weil er war der Sohn eines hohen Parteimitglieds. Und wen es genauer interessiert, der Film ist ja wirklich ein sehr interessanter, die Brasch-Familie, da kann man das nochmal besser und genauer hören, als ich das jetzt hier erzählen kann. Da war es natürlich ein Dissident, also nach Biermann, er sah nur viel besser aus als Biermann.
Und da konnte viel mehr flirten mit Männlein und Weiblein. Da stürzten die sich drauf. Das war Frischblut. Und ich war da, ja, so im Schlepptau. Und ich war natürlich, ich war ja relativ jung, ich war 22 und hatte aber schon doch eine relativ lange Erfahrung, also Berufserfahrung. Das war auch ungewöhnlich. Dann stürzten sich da natürlich auch Filmleute auf mich. Und im Theater muss man sagen, das war eben schon toll. Viel von den Theaterleuten in West-Berlin sind regelmäßig in Ost-Berlin ins Theater gegangen. Die kannten sich unwahrscheinlich aus. Ja, und die kannten mich auch von der Bühne. Also sprich der vorhin erwähnte Hans Lietzau, den jetzt hier niemand mehr kennen wird. Also doch, danke. Du hast großartiger Mann. Schnell den Durchbruch dort geschafft und dann an bedeutenden Theatern in Berlin, Hamburg, Köln, auch im Ausland zum Beispiel in Paris gespielt. Da hast du die Mutter Courage gespielt. Wie hast du die Französisch gesprochen oder Deutsch oder wie oder was? Das war aber schon sehr, sehr viel später. Ne? Also ja. Das, ja, das war, oh Gott, das war hart, ja. Das war hart. Das war nach der Schließung vom Schillertheater. Dann dachte ich, jetzt muss irgendwas Neues geschehen. Und anders als bei Brecht, da muss also wieder die Bibel herhalten, habe ich gedacht, ich wollte immer mal nach Paris, also das ist ein junger Mädchentraum, und da war dann Jérôme Savary und der wollte unbedingt, dass ich da inszeniere, also eine Modellinszenierung mache von Macbeth, was ich hier in Berlin inszeniert hatte, und da habe ich gesagt, aber da muss ich auch erstmal spielen, und er hat gesagt, du kannst aber kein Französisch, da habe ich gesagt, kann ich ja lernen, und ja, große Klappe, wirklich große Klappe. Und habe ich auch sehr bereut dann. Und dann rührte er gleich alles und sprach dann eben mit Jürgen Flimm, der damals Intendant war am Thalia-Theater in Hamburg, und mit den Wiener Festwochen machten die dann ein Projekt, also Mutter Courage, in diesen drei Städten, Wien, Hamburg, Paris. Aber wir starteten in Paris und probierten dann nach Savary-Art gleich das ganze Stück in Hamburg mit dem deutschen Cast. Und nach drei Wochen kam der französische Cast. Und seine Konzeption war eben, die Courage zieht mit ihren Kindern durch damals war ja auch noch der Jugoslawienkrieg und so, das war so ein bisschen das Vorbild. Ich hatte auch keinen Planwagen, sondern so ein Mini, den ich ohne Motor dann gezogen habe, und das Bühnenbild war so ein abgestürztes Flugzeug auf einer Drehbühne, also es war ein bisschen modernisiert, und wir durften eben, also die Familie, die durfte einen Akzent haben, wir waren auch deutscher Cast, also ich spielte Mutter Courage, dann hat er Anna eben besetzt, die spielte die stumme Katrin, die musste ja kein Französisch lernen, ne? Ja. Hat, glaube ich, Brecht für Helene Weigel geschrieben, ne? Ja. Und und meine zwei Söhne, also wir konnten auch einen Akzent haben, was mich nicht entbunden hat, die ganzen Sachen, also wir haben es ja erst auf Deutsch gemacht, wie gesagt, ich wusste also für jede Geste, wusste ich genau, was ich tue und was ich sage, aber ich musste es dann ja auf Französisch sagen. Und ich habe dann ein System gefunden, wo ich ja gearbeitet habe, dann mit einer Französin, dass ich eben den deutschen Text hatte, dann habe ich mir da drunter den französischen Text geschrieben, dann hatte ich eine Wort für Wort, weil es natürlich eine total andere Grammatik ist im Französischen, habe ich mir die, das wurde dann ein totales Kauderwelschdeutsch, aber so wusste ich dann wenigstens, was jedes Wort heißt, und dann habe ich mir aber meine eigene Lautschrift gemacht, und da natürlich immer E, ist ja nicht E, ist ja Ö, und also es sah dann alles aus wie Finnisch. Aber ich hatte dann im Kopf, hatte ich eigentlich immer, weil ich ein relativ fotografisches Gedächtnis habe, habe ich mir die Zeilen in vier verschiedenen Farben gemacht, und dann bin ich immer in Gedanken von den Zeilen zu Zeile gesprungen und habe es dann immer so abgelesen. Dadurch, dass ich so schon wunderbar schummeln konnte in der Schule, ging das auch da. Und irgendwann konnte ich's. Aber ich habe so gewünscht, dass das Theater abbrennt. Ich kann es gar nicht. Es war schrecklich. Waren die Stücke von Thomas Brasch für dich besonders wichtig, sie auch zu spielen? Ja, natürlich, das war schon wichtig. Also wenn du mit einem
Ich habe ihn ja unwahrscheinlich als Mann natürlich geliebt, aber ich habe ihn ja auch als Dichter enorm geliebt und geschätzt. Und wir haben ja auch sehr viel zusammengearbeitet. Ich habe irrsinnig viel von ihm gelernt über Sprache, über Dramaturgie. Und später nachher, als er dann auch anfing zu übersetzen, Tschechow und Shakespeare, da habe ich ja schon Regie gemacht, also da haben wir natürlich dann auch, war das eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit, aber da war es dann natürlich auch die Stücke, die er dann geschrieben hat, die er dann, ey, wann hat man das schon, dass man das für einen Stücke geschrieben werden, wie Mercedes oder wie Lovely Rita, natürlich war mir das enorm wichtig. Aber also Engel aus Eisen und Domino war auch... Das waren Filme, das waren die, weil du eben Stücke, so, Stücke ja, gesagt hast. Klar, klar, Filme auch. Aber wie gesagt, Filme, also das nochmal, um darauf zurück, man sieht sich selber ja nicht gerne. Also deswegen ist das, ist mir Theaterspielen lieber, weil da sehe ich mich von innen. Und wenn ich mich von außen sehe, dann hadere ich sehr mit mir. Das kenne ich. Ich hab mir dann später nie wieder Talkshows angesehen, in denen ich saß. Erstens wusste ich ja, was da gesagt worden ist, muss mir das ja nicht nochmal anhören. Und zweitens fand ich alles falsch. Die schiefe Fresse, die ich machte und so weiter. Und dann dachte ich, mein Gott, warum kannst du denn nicht so? Das hat wirklich keinen Sinn. Nein, es ist, ich kenne durchaus Kollegen, die da ganz anders funktionieren. Und jetzt ist das ja sowieso, hat sich da ja Film auch sehr geändert, weil es ja immer eine Ausspielung gibt. Also war ja immer schon parallel dann diese Kombos oder wie man das dann nennt, also wo das, was man gerade gedreht hat, kann man gleich hinrennen und sich auch nochmal angucken. Ich kenne viele Kollegen, die das machen, die damit auch gut umgehen können. Also die dann sagen, nee, das habe ich da falsch gemacht, das mache ich jetzt besser. Ich nicht. Wenn ich das dann sehe, denke ich, oh Mann. Du hast schon von dem Film gesprochen, der jetzt gezeigt wird, Familie Brasch. Dann gibt es den Film Gerhard Gundermann. Was mich wundert ist, wie kommt das plötzlich, solche Filme? Das ist ja ein bisschen wie ein Revival an die DDR-Kultur. Oder an Familien aus der DDR und an ihre Geschichte. Und bei Thomas Brasch weiß ich noch, wie er mir erzählt hat, wie sein Vater ihn eben zur Offizierskadettenschule, als es die noch gab in der DDR, alles unmöglich, ja, das waren ja alles Spannungsverhältnisse, Sondergleichen. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber ich habe mir vorgenommen, Weihnachten... Ich kann ihn wirklich nur empfehlen, weil, ja? Also gar nicht, weil ich dann natürlich auch eine persönliche Bindung dazu habe, sondern weil ich es wirklich einfach sehr spannend als Familiengeschichte finde, fast spannender, als wenn man daraus jetzt einen Spielfilm machen würde, ja. Weil sie ja sowas sehr Exemplarisches hat, diese jüdische Familie, die versucht hat, dann ein besseres Deutschland aufzubauen und da so gescheitert ist auch und dann auch so viel, so furchtbar viel gestorben wurde, viel zu früh. Also mich hat es natürlich, ich kannte ja vieles, nicht alles, aber vieles kannte ich natürlich und für mich war das auch mal so eine exemplarische Geschichte, dass eigentlich ursächlich du dann schon im Ersten Weltkrieg ansetzen kannst mit diesem Großvater von Thomas Brasch, der ein jüdischer Offizier war im Ersten Weltkrieg. Und sich dann in der Weltwirtschaftskrise, hat er wohl irgendwelche kleinen Unterschlagungen gemacht und sowas, gibt sich aber den deutschen Offizierstod mit einer Pistole. Daraufhin wächst der Sohn dann bei seinem Stiefvater auf, der aber ein großer Katholik war. Und wächst als jüdischer Junge dann in Bayern auf und schwenkt das Weihrauchfass und liebt den Katholizismus. Und muss dann auf einmal durch den Faschismus feststellen, dass er Jude ist und überhaupt nicht weiß, was das für ihn bedeuten soll. Und dann irgendwie mit einem der Transporte noch wegkommt und dann in einem kanadischen Lager ist, wo er dann eben die Kommunisten getroffen hat und dann zum Kommunismus gewechselt hat. Und dann nach England da seine Frau trifft, die aus Wien als Kind noch weggekommen ist, wo sie mit der Zahnbürste das Pflaster schrubben musste. Und da lernen die sich auf einmal kennen und gründen da die Freie Deutsche Jugend, diese jüdischen Kinder, die überlebt haben, während der Holocaust wütet in Europa. Und
dann kommen sie zurück und glauben, wollen glauben. Und dann scheitern sie an anderen Dingen. Ne? Und dann müssen auf einmal die Kinder dran glauben, weil da steht es dann, die Kinder stehen dann zurück im Aufbau. Also ich finde das eine sehr exemplarische Geschichte auch. Und wundern tut mich das nicht, dass das, ich glaube, jetzt ist es so Zeit, ich meine, jetzt gibt es länger die DDR nicht mehr, als sie existiert hat. Und ich glaube, jetzt ist auch wieder eine Generation dran, die Fragen stellt. Also woher kommen Dinge? Oder wo sind Wurzeln, wo man ja vorher das auch immer so verstecken wollte. Oder der Sieger natürlich, also sprich der Westen, das natürlich auch Geschichten auch unter den Teppich gekehrt hat. Und man gesagt, das will man alles nicht mehr hören. Das sind die, ja, Maya der doofe Rest. Hat mir erzählt, dass er sein erster Film, da spielte er einen Massenmörder, den es in der Nazi-Zeit gab. Der besuchte immer einsame Frauen und brachte die um. Und eines Tages war er bei einer Frau, was er nicht wusste, dass das eine Jüdin war, die war natürlich auch einsam. Und als er sie umbringen wollte, klopfte es an der Tür. Und dann ging er eine Woche später wieder hin, um das zu machen. Und da sagte die Hausfrau irgendwie, nee, da kommen sie zu spät, die SS hat sich schon abgeholt. Das heißt, der Massenmörder, die SS war schneller als er. Und die Szene war geschnitten im Film in 15 Jahren. Und da hat er sich so aufgeregt, sagt er bei der, und ist zu dem Regisseur wütend gegangen, und sagt, das war die Schlüsselszene. Und da sagt er, das war nicht ich, das war die Produktionschefin. Dann ist er zur Produktionschefin und die hat gesagt, das wollen unsere Leute nicht sehen. Das war's. Und heute habe ich mir den Film dann angesehen, die Szene immer noch nicht drin. Die ist nur geschnitten. Ist auch beachtlich, was da passiert ist. Ja, ich glaube auch, es wird so eine Art Differenzierung in der Sicht, zumindest der Familiengeschichten und so weiter, beginnen. Jetzt dreht mein Halbbruder einen Film über meinen Vater zum Beispiel. Und das soll sogar im ZDF gezeigt werden. Ich kenne ihn noch nicht, den Film. Ich habe keine Ahnung. Trotzdem finde ich das spannend, dass plötzlich so ein Interesse entstanden ist. War vor 10 oder 15 Jahren völlig undenkbar. Ja. Ein Spielfilm über deinen Vater? Nein, auch ein Dokumentarfilm. Ah, alles klar. Wie er das hinkriegt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Können Sie uns eigentlich zu 3 Filmen etwas sagen, die für das Publikum doch besinnlich waren? Sie, sage ich jetzt, also entschuldige. Kannst du uns was zu 3 Filmen sagen, die für das Publikum wichtig waren? Erstens zur Blechtrommel, ist für mich immer noch so ein wichtiger Film. Und ich will das jetzt nicht wegen des Wuchses wissen, sondern nur wegen des Filmes überhaupt und natürlich auch der Roman und so weiter. War der für dich wichtig, der Film? Ja, na klar. Also der war absolut wichtig. Das war, also ich meine, das war ja eh schon ein Ereignis, das krass, als er das Buch schrieb, die Blechtrommel, das war ja schon ein Skandal und also es war ja ein Ereignis in der Westrepublik. Und ich weiß, meine Mutter hat diesen Roman gelesen, die hat mir immer eine Szene vorgelesen, weil sie die so wunderbar fand. Und das ist, wenn der kleine Oskar Mazerat in der Kirche ist und mit Jesus am Kreuz spricht, dass er sich mal mit ihm unterhalten soll. Und er sagt aber nichts, logischerweise. Er turnt da einfach nur rum und dann turnt er hoch und legt ihm die Blechtrommel um und sagt, dass er trommeln soll. Und daraus entwickelt sich ja dann wieder ein Skandal in der Kirche und dann schreit er wieder und na gut. Und meine Mutter hat die hat sie mir ganz oft vorgelesen. Und als Volker Schlöndorff dann kam, ich hatte ja vorher mit seiner Frau, mit Margarete von Trotter, einen Film gedreht, ihren ersten Kinofilm. Und dadurch kannte mich Schlöndorff und bot mir eben die Maria an in der Blechtrommel. Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil das fand ich eine Ehre und das fand ich ganz toll. Dann kam allerdings das große Problem mit dem Nackigsein. Und da wurde es dann schwierig, weil das krass schaltete sich dann ein, dass das also ganz wichtig wäre für den Film, sich da nackend auszuziehen. Und ich habe gesagt, mach ich nicht. Ich geniere mich da, mach ich nicht. Und dann, ja, aber du kannst in den Schneideraum gehen und mitkommen und dann gucken, dass wir dich anschauen. Ihr bescheißt mich doch sowieso. Das mache ich nicht. Das glaube ich euch nicht. Ich habe da nichts zu sagen. Ich kenne das doch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich im Vertrag zugesichert bekomme, dass ihr euch nackt verbeugt bei der Premiere.
dann mache ich das, damit ihr mal wisst, was das heißt. Und habe ich natürlich nicht bekommen, diese Bedingung. Und ich weiß, es stand wirklich auf der Kippe, dass ich überhaupt die Rolle kriege. Ne? Weil das irgendwie... Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, ich habe die Lösung. Ich komme zum Drehen und ihr könnt fotografieren, was ihr wollt. Und dann habe ich mir das schwarze Molton, das ist so ein dicker Stoff, mit dem man viel im Theater und im Film arbeitet, habe ich mir so zwei Kreise gemacht. Die habe ich mir auf die Brustwarze geklebt. Und dann damals noch nicht vorhandenen Tanga, so, man hat sich ja damals noch nicht rasiert, da hatte man ja noch Schamhaare, da hat man, hab ich da so ein Dreieck und dann so ein kleines Band hinten an der Po-Rille, da habe ich alles raufgeklebt und dann bin ich gekommen und habe gesagt, so, jetzt dürft ihr fotografieren, müsst ihr sowieso wegschneiden, wenn es schwarz wird. Hat geklappt. Ja, übrigens finde ich das auch unmöglich, ich bin ja kein Mädchen, sondern eine Frau. Dazu gehören dann auch Haare. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich will kein Mädchen, sondern eine Frau. Und deshalb finde ich das Rasieren doof. Denn zur Frau gehören auch meinst Haare. Du? Ja. Ja, aber Männer, die rasieren sich doch auch. Privater kann ich nicht werden. So, dann sag uns was zum Film Paradies. Was? Ja, zum Film Paradies. Kommt noch schlimmer, dann kommt noch Sonnenallee. Dann bist du befreit. Ach, Paradies. Ach ja, Entschuldigung. Jetzt, ich bin eben von Schamhaare im Paradies. Ja. Das gibt es eine gewisse... Ganz da gibt's, ganz nein, da gibt es eine gewisse Verbindung. Das stimmt. Aber ich hatte gar nicht daran gedacht. Ja. Gut. Ja. Was ist mit Paradies? Ja, der Film. Was er für dich bedeutet? Da habe ich einen Bundesfilmpreis bekommen. Das war schön. Ja. Gab sogar Geld, glaube ich. Das war schön. Und Sonnenallee? Sonnenallee war toll. Sonnenallee war. Also hast du verstanden, warum der so angenommen wurde? Nee, also Paradies war auch wirklich auch voll mit Erfahrung, weil da habe ich ja auch eine Hure gespielt. Und wir haben da in St. Pauli gedreht, original, das war aufregende Zeit. Aufregende Zeit. Und Sonnenallee war natürlich auch wunderbar, es war der erste Film von Leander Hausmann. Der dann in der DDR spielte, das war ja, ich weiß gar nicht, wann hast du eine Zeit auf deinem Zettel, wann das war? Nee. Nee, na gut, da muss ich ja nachdenken. Müssen jetzt, wir aber nachher googeln. Naja, es war noch nicht so lange weg. Nein, es war noch nicht so lange weg. Es war der erste Film, wo es so ein bisschen um die DDR ging und das Ganze mal ironisch, mal ein bisschen anders gezeigt. Ich weiß nicht, wie die Jungs hinter dem Westbus hinterherlaufen und immer rufen, Hunger, Hunger, Hunger und so. Ja, das ist, also A hat es mit Leander, also mit Leander ist wirklich ein toller Regisseur. Wir hatten so viel Spaß. Er hat und mit Henry Hübchen, wir beide als Ehepaar, wir durften improvisieren. Er hat uns da wirklich machen lassen. Dann ist dadurch ist der berühmte Mufuti entstanden. Die Szene mit dem Multifunktionstisch, also mit Mufuti, die war ja im Original, die war am Film, die war wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Die war nachher sehr, sehr kurz. Ich war sehr traurig, weil die war so schön. Weil der größte Teil des Casts kam ja auch aus der DDR. Mhm. Und das war ja ein bisschen wie, also ich weiß noch, wir haben da auch in Babelsberg, da wurde ja dann die Sonnenallee auch teilweise aufgebaut. Und wir haben dann auch im Studio gedreht, da war unsere Wohnung, unsere Familienwohnung. Alexander Scheer spielt ja meinen Sohn. Und ich weiß, dass ich weder Requisite noch Ausstattung an meine Wohnung rangelassen habe. Ich habe mich immer extra eine Stunde vorher abholen lassen und habe dann in meiner Wohnung Staub gesaugt, auch ohne Kamera, und aufgeräumt für die nächste Szene und so. Weil dieser Art-Time-Tunnel, den man da auf einmal haben durfte, ohne dass die Mauer wirklich wieder da war und ohne dass die Stasi einen wirklich bedrängt hat, sondern wo es wirklich nur Spaß war, es war herrlich. Wie hast du überhaupt das Jahr 89 erlebt? Zum Beispiel die Kundgebung am 4. November und dann die Maueröffnung und so weiter. Die Maueröffnung habe ich, ich habe eigentlich gedreht zu der Zeit einen Film, Der achte Tag, in Köln.
und kriegte das natürlich, ich meine, seit dem Sommer, also seit der Ungarn-Geschichte, man saß ja wirklich sowieso nur noch am Fernseher. Und ich habe in Köln gedreht und zufällig haben wir einen Drehtag in Berlin gehabt und sind dann, da hatte ich eben einen freien Tag und am nächsten Tag musste ich drehen. Und das war, und ich saß zu Hause, ich habe da irgendeine Inszenierung vorbereitet, irgendein Shakespeare, es lief immer der Fernseher. Und da war die berühmte Schabowski-Pressekonferenz. Naja, und dann starrte man da in diesen Kasten und war fassungslos. Und dann haben wir nur gesagt, los, jetzt gehen wir rüber. Also wir wollten nach Ost-Berlin. Und bei den meisten war es umgekehrt, glaube ich. Und ich war damals mit Markus Pörngli zusammen, der hatte einen Hund, Jockel. Und Jockel war ein toller Hund, war einfach ein Hund, einfach nur so groß, hatte keine Rasse, war einfach ein Hund, braun und groß. Und dann sind wir mit Jockel an die Bornholmer Straße da gefahren und dann kamen uns diese Massen schon entgegen und wir wollten aber rüber, also wir schwammen so gegen den Strom, es war ganz schwer und dann riss sich Jockel los und Jockel war auf einmal im Osten. Und es war ganz kompliziert und dann ging auf einmal, dann habe ich mich aber nicht in Osten getraut, weil ich dachte, da muss ich wieder drüben bleiben, passiert irgendwas, also ich bleib mal lieber im Westen. Und schrie immer, Markus, Jockel! Und irgendwann kamen die, Gott sei Dank, und dann war ich so, so glücklich und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir an Kudamm. Und irgendwann sind wir dann einfach nur noch durch Kneipen gezogen. Ich war am nächsten Tag beim Drehen stinkbetrunken. Aber ich durfte auch in der Szene betrunken sein, deswegen. Wir haben dann wirklich alles, wir haben dann immer gestanden, haben ganze Geld rausgenommen und haben alle eingeladen und es war, ich habe mitfeiern können, doch es war, ich hätte es mir nicht träumen lassen, dass ich das erlebe. Du weißt, ja, das glaube ich. Du weißt, dass bei der Schabowski-Pressekonferenz hatte ich immer eine Vermutung, die habe ich auch in meiner Autobiografie geschrieben. Und jetzt hat derjenige, der den Reisegesetzentwurf gemacht hat, mir das bestätigt. Erzähl. Das Ganze war ein Irrtum. Und zwar, ich werde dir auch erzählen, warum. Denen war zu viel, dass die Leute, die die DDR für immer verlassen wollten, immer über Ungarn gehen mussten oder über die Botschaften in Prag und Warschau. Und deshalb haben sie beschlossen, dass sie die Grenzübergänge der DDR öffnen für alle, die ständig ausreisen wollen. Da aber Schabowski an der Sitzung nicht teilgenommen hat, hat ihm Krenz nur den Zettel gegeben. Da wiederum Schabowski mit dem Begriff ständig nichts anfangen kann, hat er einfach von Ausreise gesprochen und nicht von ständiger Ausreise. Und so konnten alle reisen. Ich meine, 2 Wochen später wäre es sowieso gekommen, aber mir war gleich klar, dass das ein Versehen sein muss. Naja, ich meine, so wie der gestammelt hat. Ja, das war sagenhaft. Und jetzt hat der mir Folgendes beschrieben, der das gemacht hat. Der sagte, Herr Giese, ich will Ihnen nur sagen, die wollten nur die Leute ausreisen lassen, die für immer gehen wollen. Einfach, damit das aufhört. Wir haben aber einen Entwurf gemacht, wonach alle reisen dürfen. Das haben die aber nicht gemerkt. Das heißt, das Politbüro war intellektuell, konnte es das Gesetz nicht erfassen, sondern... Passiert sowas öfter? Ja, nein. Ja, entschuldigen Sie, die DDR-Rechtssprache war relativ einfach. Heute müssen wir die Gesetze so formulieren, wenn die selbst verstünden, brauchten sie uns Anwälte nicht. Das können wir gar nicht zulassen. Deshalb sollen sie das ja auch nicht verstehen. Das ist schon vernünftig. Im Unterschied zur politischen Sprache, da sehe ich es nicht ein, dass man die nicht versteht. Weil wir ja Volksvertreterinnen und Volksvertreter sind, also müssen wir auch mal so quatschen. Aber das denen beizubringen, ist sehr schwer. Die reden lieber gerne von der Veräußerungserlös-Gewinnsteuer, in der Hoffnung, dass kein Mensch weiß, was das ist. Aber macht nichts. Ich will bloß sagen, und deshalb hat das Politbüro gedacht, sie erlauben nur die ständige Ausreise, aber da Schabowski nicht dabei war, wusste er das nicht so. Also es ist welthistorische Ereignisse, sind immer ein Zufall, ja? Und Irrtümer. Was ich spannend finde, 2 Wochen später wäre sowieso gekommen. Trotzdem finde ich Missverständnisse. Ja, bitte verstehen Sie mich miss. Und zwar richtig. So, und wann und warum hast du dich eigentlich entschieden, Regie zu führen? Also du warst ja nun jahrelang Schauspielerin. Wie kommt das? Reicht einem das plötzlich nicht, dass man sagt, ich muss mal so was Ganzes aufstellen? Was passiert da in so einem Köpfchen? Ach,
Ja, wie soll ich das erklären? Ich glaube, ich wollte nicht mehr meckern. Das ist ja eine unangenehme Angewohnheit von Schauspielern, von uns Schauspielern, dass wir eigentlich immer meckern. Aber das ist wahrscheinlich in vielen Berufssparten so, dass man immer sagt, die sind doof. Also die mal so eine Etage drüber sind. Und irgendwann dachte ich mir, wenn, dann muss man es irgendwie nicht meckern, sondern lieber besser machen. Oder, also, und das war auch sehr heilsam, als ich dann anfing, Regie zu machen, weil ich einfach erstmal gemerkt habe, was das für ein wirklich harter Job das ist. Mhm. Und was der alles mit sich bringt an Zweifeln und Ängsten und vor allen Dingen Verantwortung, wo ich dann auf einmal nur spielen so als befreiend empfunden habe. Ja, das war wahrscheinlich mit ein Hauptgrund, ja. Und dann hast du ja inszeniert im Maxim-Gorki-Theater den Hauptmann von Köpenick. Du weißt, dass ich eigentlich dafür zuständig bin, ne? Das ist mein Wahlkreis, ja, Treptow-Köpenick. Köpenick. Ja, du hättest mich mal fragen müssen. Weißt du überhaupt, wo der Hauptmann beerdigt ist? Ich glaube nicht in Berlin. In Luxemburg. Genau. Ja. Da hat jetzt das Parlament beschlossen, dass nach Ablauf der Zeit das Grab doch erhalten wird. Das muss aber das Parlament beschließen in Luxemburg. Übrigens hat mir der Ministerpräsident von Luxemburg erzählt, er ist mit der Kanzlerin, hat ein militärisches Zeremoniell gemacht, ist er die Front da abmarschiert und als sie am Ende waren, hat er gesagt, jetzt kennen Sie übrigens 2/3 meiner Armee. So was gefällt mir immer. Also, du hast das inszeniert mit Harald Junke. Jetzt würde mich interessieren, von den 150 Vorstellungen, wie viel hat Harald Junke gespielt und wie viel musstest du spielen? Ich weiß es. Ich weiß es nicht mehr. 90 hast du gespielt. Ach echt? Ja, er hat 60 gespielt, aber immerhin. Ja, okay. Immerhin. Jetzt ja, gut, er war ja dann sehr krank, das muss man wirklich sagen. Aber sag mir mal, wie inszeniert es sich mit Harald Junke? War der anstrengend? Nee. Nee. Harald war wirklich, der war nicht anstrengend. Das Problem mit ihm war eher, das war wahrscheinlich auch dem langen Alkoholmissbrauch geschuldet, dass er sich halt nicht so lange konzentrieren konnte. Mhm. Das heißt, beim Proben, das ging immer 3 Stunden, war okay. Und dann wurde er unkonzentriert. Dann hat er lieber geplaudert und hat er gesagt, ach, wollen wir jetzt nicht einen Kaffee trinken, und hat uns alle eingeladen und so. Das war eher das Problem, weil Harald hat ja nicht jeden Tag getrunken, das war es ja nicht. Harald war ja so ein, der hatte so Schübe. Mhm. Und eigentlich war die Probenzeit war wunderbar mit ihm, wirklich herrlich. Ich habe es dann halt immer anders sortiert mit den Proben. Ich habe dann eben 3 Stunden mit ihm konzentriert gearbeitet und den Rest habe ich dann mit den anderen was gemacht, ne? Es gibt ja genug in dem Zuckmeier-Stück, was auch ohne den Hauptmann ist. Und, oder ich habe das drumherum dann habe ich mich halt selber dahingestellt. Dadurch konnte ich den Text dann auch ganz gut. Ich habe Harald wirklich geliebt. Der war ein wunderbarer Mensch. Das Publikum hat gleichermaßen getobt, wenn du es gespielt hast oder er es gespielt hat? Nein, also man kann Harald nicht ersetzen. Das geht doch nicht. Das du geht kannst nicht. Es. Nee. Aber du bist auch die Einzige. Ja. Übrigens gibt es drei Grundformen von Alkoholismus. Das eine ist der Gamma-Alkoholismus. Das sind Leute, die müssen nicht trinken, aber wenn sie anfangen, können sie nicht aufhören, bis die Kneipe schließt oder so. Das andere sind Alpha-Alkoholisten. Die brauchen einen Spiegel. Das sind die, wenn du ins Büro kommst, die sagen, wollen wir nicht zusammen ein Gläschen trinken? Und dann sagst du nein und dann trinken sie ein Gläschen. Die sind nie betrunken, sondern die brauchen immer einen Spiegel. Und dann gibt es die Quartalstrinker. Die trinken wochenlang nicht und dann bis zur Besinnungslosigkeit. Dann wieder wochenlang nicht, dann bis zur Besinnungslosigkeit. Und es gibt Wissenschaftler, die behaupten, wenn es ein Volk gäbe, das nie einen Tropfen Alkohol getrunken hat und plötzlich bietest du dieser Bevölkerung Alkohol an, hast du die gleiche Anzahl von Alkoholikern. Weil es genetisch bedingt sei. Aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Zu welcher Sorte gehörst du? Bei mir ist ganz klar, ich trinke den ganzen Tag nichts und abends eine Weinschorle. Und zwar deshalb eine Schorle, damit ich das Gefühl habe, weniger zu trinken. Ach, was ist denn das für ein Alkoholismus? Keine Ahnung, deswegen frage ich jetzt, wenn es diese 3 Sorten gibt, deswegen, da passe ich gar nicht dabei. Rein. Ja, das wollte das ich auch ja nicht herausarbeiten. Dabei.
Also du hast dann aber auch Opern inszeniert. Wie kamst du denn auf die Idee, Opern zu inszenieren? Gar nicht. Don Giovanni, Salome, Fidelio, Zauberflöte. Nein, Oper ist doch was anderes. Ja, aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Sondern? Christoph Hagel ist ein Dirigent, ein wunderbarer Dirigent und ein äußerst umtriebiges Wesen. Und der hatte immer den großen Ehrgeiz, Oper auch außerhalb der großen Opernhäuser und den hochsubventionierten Karten und trotzdem immer noch sehr teuren Kartenpreisen an den Mann zu bringen. Und hat dann mit Unterstützung, glaube ich, auch von Lottogeldern und so an den kuriosesten Orten der Stadt dann Oper aufgeführt. Und dann hatte er eben den großen Plan im damaligen E-Werk, hier in der Wilhelmstraße, aber dann umfunktioniert worden ist zu einem Techno-Tempel, hatte er die Idee, eben Don Giovanni in einem Techno-Tempel zu machen. Das hat unter anderem den Grund, dass es zwei Stellen gibt in der Partitur von Mozart, wo Mozart spielt mit Gegenwartsmusik. Also, wo er zitiert sehr Musik aus seiner Zeit, die Gassenhauer waren. Und da hatte Hagel die große Theorie, wenn Mozart heute noch leben würde, würde er garantiert Techno verwenden, weil das angesagt ist. Gut. Ihm sprang ein Regisseur ab. Und ich inszenierte aber in der Zeit am Max-Mogorki-Theater Don Juan von Molière, also derselbe Stoff. Und er kam zu mir und hat gesagt, so, ich müsse das jetzt machen. Und ich habe dann auch gesagt, ja, bitteschön, wie soll ich denn? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Oper inszeniert. Das sind ja ganz andere Mechanismen auch. Und dann heißt es, bringe ich dir alles bei. Und ja, dann bin ich mit ihm, dachte ich, das, weil ich ab und zu habe ich dann so Lust, ins Wasser zu springen und neue Erfahrungen zu machen. Und da ich, mein Urgroßvater ein Sänger war, also es gab ja so gewisse Verbindungen und ich immer schon als Kind eine treue Besucherin der Staatsoper und der Komischen Oper war und Oper wirklich geliebt habe, teilweise auch dann immer in der Schule Libretto gelesen habe, also was total stumpfsinnig ist, aber ich fand das toll. Und dann bin ich mit Christoph Hagel richtig in Klausur gegangen. Also haben wir wirklich eine Woche in seiner kleinen Wohnung in Kreuzberg in so einem Zimmer, wo wirklich nur der Flügel in das Zimmer reinpasste und noch ein Stuhl neben dem Klavierstuhl und dann hatte ich halt einen Klavierauszug und dann ist er mit mir durch die ganze Oper und hat mir genau erklärt, was aus welcher Tradition kommt, wo denn wie sich Themen wiederholen, was also wirklich und ich mir alles fleißig mitgeschrieben. Und dann sind wir an die Arbeit mit den Sängern gegangen, wo ich große, große Angst hatte. Und das war also wirklich eine Eröffnung, mit den Sängern zu arbeiten. Und bei der Oper passiert es mir wirklich immer wieder, dass ich heulen muss. Das ist wirklich die Kombination von Geschichte, der Musik und den Stimmen. Dann stellen sich bei mir die Haare auf. Und wenn ich dann nicht im Stress bin, also, dann fließen da die Tränen. Das passiert mir beim Theater nicht so oft. Ich muss sagen, ich habe mal die Nitzepke gehört, die hat ja die alle an die Wand gesungen. Ich wusste ja gar nicht, dass man so singen kann, also wenn sie gut drauf ist. Aber das finde ich auch fantastisch. Aber ja, das war zum Beispiel, ich habe also die letzte Oper, die ich gemacht habe, das war vor 2 Jahren oder 3 Jahren in Leipzig. Das war Lucia di Lammermoor. Und das ist eine sogenannte Bel Canto-Oper, also Donizetti, wo es wirklich auch auf den schönen Gesang ankommt. Und ich hatte eine wunderbare russisch-jüdische Sängerin, die also aber eigentlich in Tel Aviv lebt, und die hat die Lucia gesungen. Also, ich kann es gar nicht beschreiben, die konnte noch dazu 1A spielen und dann hatte ich aber das große Pech, dass die sich wirklich 3 Tage vor der Premiere, ist die im Zuschauerraum schlecht gelaufen und hat sich den Knöchel gebrochen. Katastrophe, Los Katastrophe. Dann fingen die Oper an, irgendwie zu suchen an anderen Opernhäusern, wer hat Lucia gesungen, weil die Premiere muss ja gehalten werden. Und ich habe gesagt, das will ich nicht, das ist meine Lucia und die muss singen.
Und dann habe ich gesagt, pass auf, Kinder, wir machen das so. Lucia sitzt im Rollstuhl. Und ich bin die tote Mutter und ich schiebe sie. Und dann habe ich mir ein schwarzes Kleid angezogen und so einen Schleier, damit ich nicht so auffalle. Und dann habe ich die wirklich bei der Premiere geschoben. Und die konnte auch im Sitzen so gut singen wie im Stehen. Und dann sage ich, also ich sag, kann nur sagen, ich stand ja dann hinter ihr, ja, und daneben auch ihr Partner, ein Italiener, Tenor. Und ich habe dann mich so dahin und war natürlich, diese Position war mir natürlich neu. Also ich kenne es natürlich, auf einer Bühne zu stehen. Aber auf einer Opernbühne zu stehen, hinter den Sängern, also sozusagen fast in den Sängern, da das Orchester zu haben und dann mit diesen Maschinen auf einmal zu merken, was da rauskommt und zu sehen, wie sich da das Zwerchfell, njoink, 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 was das wirklich für eine Arbeit ist. Ich habe, also mein Respekt ist derartig gewachsen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wirklich Chapeau. Ja, und warum reizt es dich so, von Wagner den Fliegenden Holländer zu inszenieren? Weil es die kürzeste Wagner-Oper ist. Ja. Das leuchtet mir sofort ein. Magst du die Wagner-Musik auch? Ich muss das heimlich gestehen. Ich traue mich hier gar nicht, das zu sagen, weil das klingt ja immer wie ein Sakrileg. Okay. Ja, ich weiß. Wenn man streichen dürfte, dann fände ich es toll. Aber das darf man ja nicht. Das ist ja, wie gesagt, das, komischerweise bei anderen Komponisten darf man, da ist es auch ganz normal an den Opernhäusern, dass man da wirklich streicht. Bei Wagner ist das... Als ich Lothar de Maizière gestanden habe, dass ich Wagner-Musik mag, gab er zu, Strauss zu mögen. Aber nur deshalb. Warum hatte ich das Angebot aus Hollywood nicht gereizt? Ich hatte nie ein Angebot aus Hollywood. Ich hatte nach der Blechtrommel und nachdem die Blechtrommel einen Oscar bekommen hat, haben sich Agenten bei mir gemeldet. Hm? Ich bin dann zusammen mit Brasch sind wir nach L.A. geflogen, weil er aber dort auch da Termine hatte oder beziehungsweise wir haben die dann zusammengelegt. Und ich habe dann da bei Agenten mich sozusagen vorstellen müssen und die haben mir dann so, wie man das dann so tut, wo sie einem das Goldene, also das weiß ich, was sie einem da alles erzählen. Und ich habe da aber, das hieß immer, also das war immer das Erste, was sie gesagt haben, man muss da bleiben, man muss perfekt, also im Grunde muss man vergessen, woher man kommt. Und ich habe da gemerkt, wenn man dann da ist, was der sogenannte Olymp ist, irgendwie stinkt es trotzdem nach Provinz. Hm. Und dann bin ich lieber in meiner eigenen Provinz, wo ich meine Sprache sprechen kann. Warum hast du so gerne auch in Kinderfilmen mitgespielt? Also Räuber Hotzenplotz und Hände weg von Mississippi und Bibi und Tina und Hanni und Nanni. Kommt da das Verspielte in dir zum Ausdruck? Oder siehst du die Kinder vor dir, wie begeistert sie sind? Man hat immer das Gefühl, du machst das richtig gerne und mit Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob ich so anders für Kinder spiele als sonst. Also ich glaube, mache ich auch immer Kindertheater. Ich bin nicht so ernst zu nehmen. Ich bin ja nicht innovativ, intellektuell, anspruchsvoll. Das bin ich alles nicht. Ich spiele gerne. Ich spiele sehr gerne. Und ich denke auch gerne nach. Und aber ich habe keine Visionen. Hm. Also ich glaube, ich bin keine Künstlerin in dem Sinne. Ich bin eine Spielerin. Und ich mache nicht den Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Weil ich glaube, das hat ja immer was mit dem Vorgang zu tun, wenn man sich hinstellt und etwas vorspielt. Der hat auch immer etwas Infantiles, im besten Sinne. Mhm. Und Kinder sind allerdings ein sehr, sehr strenges Publikum. Und weil das fängt ja, also die Bestechlichkeit ist, gerade wenn sie klein sind, die ist nicht sehr hoch.
Und dann imponiert mir das natürlich, wenn die einen dann gerne haben. Das stimmt. Das freut also mich ich dann. War im Theater der Freundschaft als Kind natürlich. Und da war mein Lieblingsstück Emil und die Detektive. Und immer wenn der Räuber sich verbeugte, buhte alles. Und ich habe immer gesagt, das ist doch nur ein Schauspieler. Aber ich hatte keine Chance. Aber ich glaube, ihn freute das. Der kam gerne auf die Bühne und hörte natürlich sich die Buhrufe an. Die Bösen sind immer die, also das, das weiß ich, mein erster Trickfilm war ja Walt Disney, Schneewittchen. Und da war ja diese Hexe, ich habe mich so gegruselt. Also. Und, aber das war dann auch das Erste, was ich in der ersten Klasse dann bei der Klassenaufführung spielen wollte. Die böse Königin in Schneewittchen. Das ist eine, die Böse zu sein, hat ja auch was sehr Heilsames. Also, weil man verlernt ein wenig das Fürchten. Also du wechselst ja gerne zwischen Theater, Film, Serien, Synchronisation, Hörspiel, Lesung, Opern, natürlich auch Komödie, Krimi, eben auch Kinderfilm. Ich wasche auch gerne Kann man Wäsche. Sagen, dass du die... Was? Ich hab's nicht gehört. Was hast du gesagt? Ich wasche auch gerne Wäsche. Also, das glaube ich nicht. Doch, und noch lieber bügel ich. Weil ich finde, bügeln... Wirklich, wahr? Ja, weil nirgendwo hat man so ein schnelles Erfolgserlebnis wie beim Bügeln. Einmal drüber und es ist glatt. Geil. Katharina, ich kann überhaupt nicht bügeln. Können wir da in vertragliche Verhandlungen eintreten? Also, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du die Abwechslung magst. Ob dir das wichtig ist, mal das eine, mal das andere zu machen. Ja. Und du machst auch gerne Synchronisation und so. Ja. Das verstehe ich. Das habe ich ja als Kind auch gemacht. War nicht schlecht. Wird immer unterschätzt. Du musst ja, die Länge muss einigermaßen stimmen. Sprachen sind ja sehr unterschiedlich. Dann sollst du ja noch mit Betonung sprechen. Ich habe übrigens auch mal in einem Fernsehspiel einer sowjetischen Komödie, entsprechend tragisch war die auch, mitgespielt. Zum Glück gibt es keine Aufzeichnung, die mir immer wieder vorgespielt werden. Also bin ich sehr froh. Also du hast ja nicht nur eine Tochter, wie wir schon festgestellt haben, sondern auch die Enkeltochter Nelly. Und als ich die Inhaber des Theaters am Kurfürstendamm befragte, weil ihr Theater ja geschlossen wurde und sie woanders hingehen muss, spielte auf der Bühne nebenan Katharina Thalbach, eben natürlich ihre Tochter Anna und ihre Enkeltochter Nelly. Was mich interessiert, wenn Oma, Tochter und Enkeltochter zusammenspielen, ist das professionell oder kommt man aus seiner eigentlichen Rolle gar nicht richtig raus? Das ist professionell. Professionell? Ja. Also da, die dürfen auch nicht Mama oder Oma zu mir sagen. Naja, das ist mir schon klar. Und das stört dich auch überhaupt nicht? Nein, streitet man sich da auch bei den Proben? Nein. Da muss ich wirklich sagen, mein Vater hat ja schon, der hat viel auch mit Familie, also sprich auch mit seinen Frauen, mit seinen jeweiligen, aber auch mit den Verflossenen und so, immer wieder gearbeitet und später eben dann auch mit uns Kindern. Also insofern das ist für mich irgendwie normal. Also das ist so, ja, ich weiß nicht, wie im Zirkus, also wo ja auch viel Familie macht ist. Machst du das gerne, wenn ihr zu dritt spielt? Nicht immer. Also eigentlich machen wir es ja auch sehr selten. Wir sehen uns mehr bei der Arbeit als sonst. Es hat natürlich auch diesen Vorteil, dass man auch mal ab und zu über was reden könnte. Aber sag mal, deine Tochter ist Schauspielerin, deine Enkeltochter ist Schauspielerin. Warum hat dann keine von denen was Vernünftiges gelernt? Das frage ich mich auch. Es überträgt sich, nicht? Das liegt nicht an mir. Ich habe da wirklich immer versucht, woanders hinzusteuern. Ist mir nicht gelungen. Warum spielst du jetzt immer häufiger Männerrollen? Weil du Männer besser kennst als die sich selbst? Relativ häufig auf jeden Fall. Ja, aber das war, komischerweise, ich bin da sehr reingewachsen. Also ich habe meine erste Jungsrolle mit noch am Berliner Ensemble gespielt. Es war Nestroy. Und dann später bin ich natürlich auch zu Rollen unfreiwillig gekommen.
weil, also zu zwei Rollen zumindest, in Haupt der Sabinerin, den Striese und Hauptmann von Köpenick, weil ich die Sachen halt inszeniert habe. Und wenn die Schauspieler dann schlapp machen, was soll ich denn dann machen? Also, dann bin ich halt, es ging immer am schnellsten, wenn ich das gemacht habe. Ja, ich lieb ja Männer. Das verstehe ich wiederum. Ach, das wusste ich gar nicht. Nee, anders gestrickt bin ich nun nicht mehr, das kriege ich auch nicht mehr hin, wenn man so einseitig aufgewachsen ist wie ich, ja. Aber sag mal, jetzt muss ich dich was Politisches fragen. Es reicht mir, wenn du immer in einem Satz antwortest. Mich interessiert nur ein bisschen, wie du darüber denkst. Also wenn ich sage, Trump und nationaler Egoismus. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, es ist doch Trump, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu, es schüttelt mich. Es schüttelt mich wirklich. Also, aber das ging mir schon im Wahlkampf so. Das Schlimme ist, mein Freund hat gesagt, ihr guckt alle und schüttelt die Köpfe, der wird gewählt. Und dann wurde er gewählt. Ja, aber ich meine, nationaler Egoismus, ich meine, das ist ja bei uns genauso, aber das ist, glaube ich, sowieso etwas, was mich erschreckt, dass der Egoismus sich sowieso so verbreitet. Also ein gesellschaftliches Miteinander, deswegen fand ich das so toll, diese Riesendemo, die hier letzte Woche stattgefunden hat. Ich war so... Über ja, 200.000 Menschen. Ja, das hat mich doch... doch ein bisschen beglückt. Aber dieser Egoismus, ich meine, ich muss doch nur in den Straßenverkehr jetzt gehen und diese SUVs sehen, die sind ja für mich so ein Bild dafür. Hier komme ich. Und ich brauche eben anderthalb Parkplätze. Und ist doch egal, Hauptsache mein Kind kommt sicher zur Schule. Was das jetzt für die Umwelt macht da hinten im Auspuff, ist doch egal. Das ist für mich so ein Beispiel nur, wo ich denke, dass man gemeinsam über eine Gesellschaft nachdenkt oder sich auch verantwortlich fühlt. Das ist ja das, was ich an der Brecht-Zeile immer so liebe, mit seinem Vorschlag für die Nationalhymne, was ja nachher die Kinderhymne geworden ist. Weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir es. Das finde ich so einen wunderbaren Satz. So würde ich gerne über mein Land, und ich liebe mein Land, gerne nachdenken. Ja, also ich habe Angst. Ich habe auch Angst, ja. Sag uns mal was zur AfD. Ja, was möchtest du da jetzt hören? Also, hast du damit gerechnet, dass sowas entsteht? Ja. Ja, doch. Das ist da ist auch viel verpasst worden, wirklich. Also, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wo sich Leute dann alleingelassen fühlen und dann natürlich auch denen oben eins auswischen und dann Angst, die einfach nicht genommen wird oder nicht gehört wurde, auch wenn sie unbegründet ist. Ja. Dieses immer, dass man Angst hat, es wird einem was weggenommen. An Sicherheit oder an Geld oder naja, sie haben, glaube ich, an Heimat. Nicht verstanden, dass Trump ja auch gewählt worden ist, weil man das politische Establishment ablehnt. Auch das, ja. Und zwar erstens, weil es eine falsche Sprache spricht und zweitens, weil es nicht glaubwürdig ist. Ich habe Ihnen Folgendes gesagt, wenn man, egal wie man jetzt dazu steht, einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien führt, mit der Begründung, dass man die Menschenrechte im Kosovo schützen muss und gleichzeitig an Saudi-Arabien, das täglich die Menschenrechte verletzt und das Krieg führt in Jemen, immer mehr Waffen liefert, das passt nicht zusammen. Entweder sind dir die Menschenrechte wichtig oder sie sind dir, du brauchst sie nur in bestimmten Situationen und das merken sie nicht. Sie merken auch gar nicht, wie sie die Argumente wechseln, gerade wie sie sie benötigen. Und das unterstreicht natürlich die Unglaubwürdigkeit der Politik. Darunter leiden dann alle und dann kommt sowas dabei heraus, glaube ich. Dann die falsche Sprache. Ich habe ja gesagt, Veräußerungserlös, Gewinnsteuer. Wer soll das verstehen? Sie übersetzen es nicht. Aber ich meine, ich finde den anderen Satz von Brecht so wunderbar. Auch der Zorn über die Ungerechtigkeit verzerrt die Züge. Das ist also das ist natürlich auch die Frage, wie man jetzt auch mit den Dingen, die man
unschön findet und vor denen man sich fürchtet, wie man mit denen umgeht. Ich möchte nicht aufhören, an Utopien zu glauben. Und gut, ich glaube, ich kann auch das an, nur auch auf der Bühne oder... Ja, ich glaube auch an die Möglichkeit einer vernünftigeren Gesellschaft. Ich bin ja ein Zweckoptimist, sonst hielt ich das Ganze auch gar nicht aus. Und letztlich glaube ich an die Vernunft der Menschen. Woran soll ich sonst glauben? Sag uns noch einen Satz zu Erdogan und der Türkei. Und dann musst du noch einen Satz sagen zum Verhältnis Deutschland, Russland und Putin. Und dann wirst du fertig mit der Politik. Mann, dann vielleicht noch zu Putin und... Ja, habe ich ja gesagt, dann noch. Och, Mann. Also machen mich alle nicht an. Das reicht. Ja. Ich habe ja gelesen, dass du dich auf die Rente freust und dass du gesagt hast, dass du dann Gasthörerin... Nächstes Jahr im Herbst. Ja, pass auf, dass du dann Gasthörerin für Geschichte... Was? Dass du dann Gasthörerin für Geschichte an der Universität werden willst. Ja, eventuell, dann kann ich... Welche Geschichte? Antike, Mittelalter, alles? Kunstgeschichte. Was für eine? Kunstgeschichte. Einfach lernen. War nichts Bestimmtes, ich will kein Professor werden, nichts. Nimmst du mich dann mit? Ich kann da auch noch viel lernen. Und vor allen Dingen, du kannst ja nicht mehr merken, ich kann mir nicht mehr merken. Vielleicht kommen wir zusammen auf was. Ich muss mir merken können. Ja, ich weiß. Das geht ja nicht anders. Ja, also du hast mit anderen Worten beschlossen, das Alter zu genießen. Das ist vernünftig. Liebe Katharina Thalbach, du wirst als Frau mit einem Kindergesicht, mit Kulleraugen und einer rauchigen Stimme beschrieben. Ich glaube, dass deine Stärke darin besteht, dass du dein ganzes Leben, deine ganze Leidenschaft immer mit auf die Bühne, mit in den Film nimmst. Man merkt auch immer, dass ein Stück von dir in jeder Rolle steckt. Wenn du spielst, verwirklichst du dich auch selbst. Aber es macht ja nicht nur dir, sondern vor allen Dingen auch uns sehr viel Spaß. Und deshalb darfst du zwar kürzer treten, das ist hiermit erlaubt, aber auf gar keinen Fall aufhören. Danke. Danke.